Willkommen und wir starten gleich mit der ersten Karte und zwar der The White Farm. Die kommt von Kalle, ist für PC, PlayStation und Xbox. Man benötigt zusätzliche Mods, die sind natürlich bei Motop unten einfach zum Downloaden bzw. auf Motop bzw. im Spiel werden sie automatisch heruntergeladen, wenn man sie spielen möchte. Gut, das wäre unser Hof. Die White Farm ist eine fiktive Karte, spielt in US-Bundesstaat Pennsylvania, irgendwo zwischen Baltimore und Philadelphia. Eine idyllische Gegend und ja, eigentlich ist das eine Singleplayer-Karte. Aber man kann sie auch mit 2 bis 3 Spielern im Multiplayer spielen. So, Fahrzeuge haben wir auch. Gut. Es gibt ein zusätzliches Paket mit Engineering, KSIH und QSR 314 White Edition. Und ich schätze, das ist mal der 455. Der ist in diesem Pack mit dabei, genau wie ich schätze mal die Kuhn. Na, ja, na, Kuhn, SR 314. So, das ist das nicht, das ist der Pickup. Ja, da fangen wir wieder von vorne an. Tiefenlockerer Schaufel. Hühner haben wir ja auch schon. Einen Wuffi haben wir da. Ja, so, das wäre im Prinzip der Hof. Einen zweiten Hof gibt es nicht. Und ja, hier oben ist was für unsere Bäumchenschubser. Dann 5 Wiesen, 18 Felder, einen Bauplatz, 3 kaufbare Feldschweinen. Und ja, Produktion haben wir schon, nämlich ein Fermentix-Silo, 2 Gemüsegärten und eine Hofproduktion mit gemischten Salat und Erdbeermarmelade. Und ja, das sind 2 neue Produkte, die man produzieren kann. Nämlich, da geht auch noch Popcorn und Pommes. So, Kühe, buntes Bentheimer-Schwein, Hühner und hier sind auch noch Kühe, 10 Stück davon, 10 Hühner, 8 Schweine. Ja, das wären die Stadtfahrzeuge. Wie schaut es mit den Verkaufsstellen aus? Schaut aus, soweit gut aus, man kann alles soweit verkaufen. Zusätzliche Früchte haben wir nicht hier, aber zumindest zusätzliche Produktionen haben wir. Ja, man besitzt halt schon den Haupthof und 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Und ja, eins davon ist eine Wiese. Ja, im Großen und Ganzen eine kleine feine Karte, würde ich mal fast behaupten. Und wenn wir uns das von oben anschauen, ja. Also für kleine Projekte oder ja, für Singleplayer auf jeden Fall geeignet. Komplett eben sieht man, ist die Karte auch nicht. Also man hat sich schon ein paar Gedanken darüber gemacht. So, jetzt geht's ans Eingemachte mit der Lok. Und ich sehe momentan keine Fehler. Nein. Sie ist fehlerfrei soweit und ja, ist alles registriert. Ja, woher kommen die Warnings? Nein, das ist von einer anderen Karte, die gleich kommt. Aber das sind nur PNG-Warnings und gut. Das war's dann soweit einmal mit dieser Karte. Für mich persönlich, nein, irgendwie nicht. Die Karte gibt mir persönlich nämlich nichts. Das heißt aber auch nicht, dass sie schlecht ist, aber ich rede da nur von mir und wie gesagt, für mich persönlich, ich würde sie nicht spielen. So, oder sagen wir so, ich spiele sie nicht. Wie gesagt, meine Meinung. Steirische Alpen.
2K23 eine Beta von eine V1 Beta von der Hashti und der zweite ist der Depp vom Dienst. So, hier sollte es 12 geben, das wäre der erste Hof. Ja, die PDA ist, hat er auch geschrieben, noch, ja, passt nicht zu 100%. Aber wie gesagt, da hätten wir den Kuhstall. Das wäre im Prinzip der erste Hof. Ja, kann man eigentlich so belassen. Und ich schätze mal, hier wäre der zweite Hof. Zumindest ist hier der Kuhstall. Und ja, wenn man einem das hier gehören würde, wenn das hier so passt, dann ich glaube nicht, dass das so richtig so zusammengehört. Ich schätze, dass dieses hier der Standardkarte ist. Nämlich der Hotbell-Raum. Diese Steine schon nicht immer so schlecht aus. Ich glaube dann aber fast, dass die Steine bald runterfallen, aber das ist viel Arbeit, wenn ich mir das so anschaue. Ja, wie gesagt, das ist noch eine Beta-Karte. Behöfe, eine Alm, ein Sägewerk neben dem See, das sehen wir hier. Supermarkt, Schottergrube, Molkerei. Und ja, genug Forst für unsere Baumupser. Gut, was haben wir sonst noch? Ja, fertig ist sie noch nicht. Das sieht man hier. Die Produktion haben wir nämlich zwei kleine Gewächshäuser, Molkerei, das zweimal Sägewerk für die Bretterherstellung. Ja, Kuhstall, Kuhweide, Kuhweide. Keine Stahlfahrzeuge, keine Verkauf. Oh, doch, ein paar Verkaufsstellen sind da, wenigstens für Milch, Hackschnitzler. Holz und naja, für ein paar Produktionen. Ja, Schokolade geht nicht, Bretter geht nicht, Möbel gehen. Ja, der passt auch, der Wachstumskalender. Also, ehrlich gesagt, ich würde warten, bis die Karte keine Beta mehr ist, weil das sollte auch alles soweit sein. Aber wenn man das hier dann eigentlich so rundherum weiterführen würde, würde ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass diese Karte sehr viel Potenzial hat. Sie wird halt noch etwas verfeinert. Gut, dann kommen wir zum Update. Ja, leider gibt es nur eine Karte, die geupdatet wurde. Ja, was die Lok angeht, bevor wir weiterschauen, ist mir gerade noch eingefallen. Ja, Warning für Performance, dann, das sind aber nur Bilddateien, die sind zu hoch, sozusagen, dein Aero Traffic System Splinline, also die Fahrzeuge werden hier nicht, oder können nicht richtig fahren, oder werden nicht fahren, bis das Ganze ja, geändert wird. Und was haben wir denn da? Ja, da ist wieder der Fehler mit Warning Performance. Warning Performance und Warning CPU MIP Generation Codes. Ja, ja, wie gesagt, ich würde noch warten, bis sie so ziemlich fertig ist. Und damit wäre es das einmal mit der Karte Steirischen Alpen. Otle Suffolk East England Version 3. Diese Version kommt von, sorry, jetzt mal ein bisschen größer, Miles Ellis. Und ja, die Kommentare sind nicht so berauschend. Und ich kenne Miles Ellis, soviel ich weiß. Sagen wir so, das wäre normalerweise der Startbildschirm
wenn man sie, die Karte auswählen möchte. Und es kann sein, das teste ich noch, sollte kein weiterer Zusatz kommen, ob das funktioniert, dann funktioniert es. Also wenn es nicht funktioniert, kommt ein weiterer Zusatz, sagen wir so. Ja, 18 Felder mit Weizen und ja, mit Weizen, Gerste und mehr. Hecken und Bäume wurden genauso erweitert wie Felder. Diese Karte befindet sich im britischen Suffolk, steht auch oben. Ja, im ländlichen Dorf. Update 4 kommt auch bald. Ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns natürlich in 2 Tagen. Und nicht vergessen, wenn ihr immer auf den Laufenden sein wollt, dann den Abo-Button drücken. Okay, noch ein kleiner Zusatz für diese Karte. Erstens sind ein paar Warnix dabei. Das ist die Lok hier, die was offen ist bei der Otley Suffolk East England. Und dann kommt Error, failed to create placed resource. Und dann stürzt das ganze Spiel ab. Also tut euch selber einen Gefallen und ladet diese Karte nicht runter. Und damit verabschiede ich mich. Ciao, ciao.